So Leute, willkommen jetzt wieder zurück hier auf dem wunderschönen Kreeli-Kometen, auf dem es aber wirklich schöner wäre, wenn hier keine Piraten wären, aber hier irgendwo befindet sich der Iris Supercomputer und deswegen sind wir auch hier. Ich habe zum Glück am Ende des letzten Parts noch den Goldbolt von hier gefunden und auch den Holoplan, das habe ich jetzt beides schon. Also geht's jetzt hier weiter, also kartenmäßig das ganze Stück hier hinten, das fehlt alles noch hier, ne? Dann müssten wir dort sein, wo Iris ist. Und wir müssen hin und wieder unsere Holo-Piraten-Kleidung verwenden, um den Jig zu tanzen. Das sah auch genial aus, aber das kommt hier, glaube ich, eh noch ein paar Mal. Männer, hier spricht euer Captain. Haltet Ausschau nach einem räudigen Lombax in einer billigen Holo-Piratenverkleidung. Ist mir egal, ob ihr ihn mir tot oder lebendig bringt, solange er nicht mehr atmet. Diesmal fallen sie bestimmt nicht auf die Verkleidung rein, Ratchet. Ja, dann gibt's nur volle Kanone hier mit voller Power angreifen. Attacke! So. Du willst mich abballern, ich baller dich ab. So. Euch auch. Sonst noch jemand? Ich glaube, das war's schon. So, da vorne kommen die nächsten. Gleich mir das mal aus, so. Ist doch viel einfacher, da spare ich mir Munition. Ja, das kann man leider nicht zerstören, schade. Na, das kann ja noch spannend werden. Oh Mann, was machst du denn hier? Ich hab dich gar nicht gesehen. Versteckt sich in so einem dunklen Winkel, dieser Penner. So, jetzt bildet er sich ein. Das geht ja mal gar nicht. So, da gehe ich ja direkt nochmal zurück zum Händler und lass mich nochmal heilen. Weil das war jetzt gerade unfair. Willkommen im Grummelnetzwerk. So, das war gemein, weil das habe ich nicht gesehen. So, wo kommen die jetzt schon wieder her? Verpiss dich! Also verpisst euch! Frechheit! Ja, weil der eine war hier so fies in so einem dunklen Eck versteckt, den habe ich überhaupt nicht erkannt. Deswegen war ich jetzt gerade so geflasht, weil ich so viel Schaden genommen habe. So. Okay. Das wird mir nicht nochmal passieren! Hoffentlich. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Ja, wow, 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 da vorne ist schon wieder jemand, der wieder rumballert. So, Attacke! Die sollen mich bloß in Ruhe lassen. Aha, und oh mein Gott, na klar. Ich bin nicht beschäftigt mit dem Drehen und auf einmal kommt hier so ein Spinner an. Na warte, Alpha-Spalter, verpiss dich! So, das hat er sich so gedacht. Eben mit einem Schuss habe ich den weggebröselt. Der ist schon eine geile Waffe, der Alpha-Spalter. So. Ich müsste eh auf dem richtigen Weg sein. Boah, sieht ganz gut aus. Und schon wieder so ein Typi. So. Alter, Version 3, Leute! Version 3! Boom! So. Mr. Zurkon, hilf mir! Versteckt ihr euch, ihr blöden Aliens? Mr. Zurkon will euch doch nur erledigen. Ja, Mr. Zurkon will euch doch nur erledigen. Und sagt tschüss. So, voll zerballert. Und noch schön viel Raitanum. Die haben alle keine Chance gegen mich. Ich bin awesome. Damit ist dieser Weg gestorben. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ah! Seht mal, mein Dings schlägt aus, ihr wisst schon. Der Geolaser. Aha! Da oben.
Ja, so kann man es auch machen. Und zack. So. Und bamster bam. So, wie wär's mal wieder mit ein bisschen das Tanzband schwingen, hä? Tanz für mich! Oh yeah, Disco-Fieber! Woo! Genau, show your moves! Ey, ich finde dieses Ding so geil. Oh, schon wieder vorbei. Na dann, sterbt! So. Könnt ihr meinetwegen auch verrecken, wenn sich's hier ausgetanzt hat. Dann brauche ich euch nicht mehr. Es ist schade, dass der nur so kurz anhält, der Groovy-Tron. Der lässt sich auch nicht verbessern, weil das ist ein Gerät und keine Waffe. Deswegen lässt sich sowas nicht aufleveln, wie dass der länger wirkt oder so. Das ist leider nicht möglich. So. Oh, schön die ganzen Kristalle kaputt hauen. Kriegen wir noch mehr Bowls. Jetzt habe ich schon fast 400.000. Das ist auch gut so. Ich brauche sehr viel Geld. So, wo ist denn jetzt hier ein Eingang? Ich bin schon wieder ein bisschen, weiß ich nicht, in meiner Sicht eine beeinträchtigt. Da geht's eh lang. Darüber? Nee, da komme ich ja nicht rüber. Nee, Moment. Da! Ha! Waffenhändler gefunden! Eine Flasche weg, dann breche ich aufs Deck, ist auch nicht schlecht. Okay, Pauli. Ist auch voll eklig sein, so voll aufs Deck zu kübeln, so. Naja, dann hast du auf jeden Fall zu viel Intus, wenn du das nicht mehr halten kannst. So, sind wir bald da? Oh, schon wieder so ein Typ. Na dann, Alpha-Spalte Version 3 und tot. Am besten die auch noch überraschen und tschüss, Mann! Flieht vor Mr. So, Bolt-Multiplikator. Achtung, Jungs. Das heute Abendprogramm stand unter dem Motto... Tut mir leid. Das musste mal sein. Ja, natürlich muss das doch mal sein. So. Was will der Spinner denn da? Lass dich am Leben sehen. So, alles schön verdoppelt worden hier. Super. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, wirklich wieder den Jig tanzen, um da drüben reinzukommen. Aber wie kommen wir da eigentlich rein? Moment mal. Da fallen wir doch runter. Das geht doch nicht. Achso, von hier. Hä? Hey, musst du genau gucken, ne? So, Moment, hier sind noch Kisten. Alles mitnehmen, was geht. So. Hi, Kumpane! Tanz den Jig und feiere dein... Piratendasein. Zu deiner Linken! Nach oben! Zu deiner Rechten! Nach oben! Zu deiner Linken! Nach oben! Schwing die Hüften! Nach oben! Nach oben! Schwing die Hüften! Bravo, mein Junge! Keine Landratte könnte das so gut. Passiere und vergnüg dich. Ja, das werde ich machen. So. Kommen jetzt hier nochmal Piraten, oder? Ich glaube, hinter der Tür, da ist eh schon Iris, oder? Karte? Jo, dahinter ist... Ach du Scheiße, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, du! Und sagt Tschüss! So. Voll zerballert. Jetzt habe ich es geschafft, Leute. Iris Supercomputer, wir sind da! Aber wird Iris wirklich wissen, wo der Dimensionator versteckt ist? Ich würde sagen, finden wir es einfach mal raus. Fragen kostet ja nichts. Das ist also der Iris Supercomputer. Wie schaltet man das Ding ein? Anscheinend haben die Raumpiraten ihn beschädigt. Vielleicht kann ich den Prozessor reparieren. So, Clank ins Innere von Iris schicken. Oh,
Habe ich schon beinahe vergessen, aber ich glaube, hier brauche ich wieder die Zone, kann das sein? Genau, ich kann hier wieder meine Kraft nutzen, die Zeit zu verlangsamen. Oh, gut, das wollte ich jetzt nicht, ich habe zu früh aufgehört. Ah, ein Zoni, folgen. Ja, Zoni! Ach, die sind so süß und knuffig. Ich muss hier echt besser aufpassen. So. Hier vorne... Aha, da hinten sind noch Zonis, aber mal, schweben. So, aufwachen! Zoni! So, könnt ihr mich hier irgendwie... Warte mal, ich werde mal wieder hier schweben. So. Und hier, aufladen. Setze deine Energie ein, um die Energie. Yippie. So, und jetzt, schweben, folgen? Angreifen würde ich gerne sagen. Achso, die greifen eh von selber an, das muss ich denen ja nicht sagen, das machen die eh selbst. So. Los, macht den platt. Macht den fertig. Jawohl, ihr seid super. Ja, also ihr habt gerade gesehen, die Zone können noch mehr als nur Dinge zu reparieren. Die können auch Dinge mit Energie versorgen. Sehr praktisch. So, ich glaube, hier komme ich nicht anders durch, außer wenn ich jetzt hier mal rüberschwebe. So, Nanotech, sehr wichtig. Zack. Alles wieder voll. Also ne, doch, mit nur einem Punkt. Toll, schade. Und hier sind noch mehr Zoni. Zoni. Wow, jetzt sind es aber schon ganz schön viele. So, kommt her, ihr kleinen Kerlchen. Ihr müsst mir irgendwie helfen. Also, könnt ihr das hier nicht irgendwie kaputt machen, oder? Nee. Jedes Mal mache ich es falsch. So, also hier braucht man mindestens 4 von denen. Na dann, aufladen. Energie. Ja, Energie. Oh, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich muss aufpassen. Yippie! Das könnte er laut sagen. So. Was ist denn jetzt schon wieder hier los? Ich glaube, jetzt muss ich gleichzeitig Zeit anhalten und schweben, hä? Irgendwie so. Ja. Schön langsam. Ganz langsam. So, und jetzt Attacke! Ja, das Praktische ist ja, die Zoni, die können nicht besiegt werden, weil die immer wieder kommen. So, da drüben müssen wir, glaube ich, weiter, aber hier sind noch mehr Zoni. Moment. Einen Augenblick. Zoni! Zoni. So, macht sie alle! Slow Motion. Oder ganz normal. Langsam, normal. Langsam, normal. So, ich glaube, lassen wir es lieber normal, geht das etwas schneller. Alter, über 400.000 Volt, Leute! Das ist ja so Hammer. Das wird immer besser. Jetzt kann ich mir aber richtig geile Sachen kaufen. So, langsam. So, gibt's wenigstens zweimal Nanotech. Zack, zacki. So, noch mehr Piraten, na dann. Oh, der ist abgestürzt, was für ein Vollidiot. So, die bitte auch noch töten. Danke. Na los, Angriff. Sehr gut, und den da auch noch. Der ist auch hässlich und stinkt. Nach ranzigem Motoröl. Sehr gut. Und hier bitte wieder aufladen. Energie. Genau, ihr sagt es. Yippie. Yippie. Oh, weia. So, ich glaube, jetzt sind wir da. Hm.
eine kaputte Vektorhülle. Vielleicht kann man sie reparieren. So, na dann, so, warte mal, jetzt muss ich erstmal rüber und jetzt manipulieren. Reparieren. Ja, reparieren. Weißt du über den Dimensionator? Der Dimensionator, ein Werk der Lombax-Architekten von Bregis Minor. Seine Entwicklung brachte den Wendepunkt im Großen Krieg. Und wie funktioniert der? Existenz ist unterteilt in unendliche Dimensionen. Der Dimensionator öffnet ein Portal zu diesen Welten. Die Lombaxer haben das Gerät konstruiert, um die Kragmeten zu verbannen. Wie konnte Tachyon überleben? Percival Tachyon. Entdeckt von Lombax-Trillium-Gräbern, Äonen nach dem Krieg. Eingefroren in einem Ei auf diesem Planeten. Und aufgewachsen auf Fastun. Warte. Tachyon wurde von Lombaxen aufgezogen? Positiv. Aber als er von seinen wahren Wurzeln erfuhr, wollte er die Kragmeten zurückbringen. Und wo ist der Dimensionator jetzt? Ein Forscher namens Max Apogee brachte ihn nach Kershaw City. Stromzellen bei 8% Kapazität. 8% Kapazität. Nein, warte! Wo sind die Lombaxe hin? Warum haben sie mich zurückgelassen? Danke für Ihren Besuch bei Iris. Bitte vergessen Sie nicht zu quittieren. Wir müssen nach Kershaw City. Wenn wir den Dimensionator hätten... Ein so gefährliches Wurmlochgerät sollte niemand besitzen. Ratchet, bitte. Die Zoni sagen, Talvin hat Ärger. Wir müssen sofort nach Xordu. Weißt du, Clank, ich wünschte, du würdest auf deine wirklichen Freunde hören, statt auf deine Fantasiewesen. Koordinaten vom Xordum-Gefängnis erhalten. Oh Gott, na jetzt wird's kritisch, Leute. So, zurück zum Schiff. Gut, hier könnten wir theoretisch jedes Mal zurück zum Iris-Eingang, aber bringt uns ja nicht mehr wirklich was. Jetzt ist irgendwie da die Energie ausgefallen, nicht so toll. Okay, so, wir haben noch über 400.000 Volts, das ist geil. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal Talvin helfen und ins Xordum-Gefängnis eindringen. Na, das kann ja was werden. So, das befindet sich auf dem Planeten Vizeron. Xordum-Gefängnis Planet Vizeron. Als Percival Tachyon an die Macht kam, wurde das Xordum-Gefängnis schnell zum gefürchtetsten Ort in der Galaxie. Jeder, der sich Tachyon widersetzte oder ihm einfach nur nicht genug fröhliche Unterwürfigkeit entgegenbrachte, wurde lebenslänglich nach Xordum geschickt. Auf Xordum gibt es keine Bewährung und keine Begnadigung. Jede Reise dorthin, sei es auch nur als Besucher, ist garantiert ein lebenslängliches Urteil. Das hört sich ja nicht sehr toll an. Und zwei Goldbolts gibt's dort auch. Und soweit ich weiß auch wieder einen Holoplaner. Dann abheben! Xordum-Gefängnis Planet Vizeron. Ratchet, bitte versteh doch. Der Dimensionator muss zerstört werden. Wieso? Weil deine Fantasiefreunde das sagen? Ratchet, Clank, ich komm doch nicht ungelegen. Nein, wie kommst du darauf, Quark? Hast du die holographischen Pläne von Xordum für uns? Nein, keine Holographien, Ratchet. Ich bin zufällig ein begabter Plänezeichner. Ausgebildet an der berühmten Kerber-Zeichenschule. Seht her! Das Xordum-Gefängnis. Eine Höhle voller heuchlerischer Halunken, Hass und Horror. Das Domizil düsterer Desperados, demoralisiert durch Dekaden des... Kriminelle eben.
Um in den Bau des Bösen einzudringen, wird unser Agent, Codename Hackfleisch, den Grindschienen des sicheren Todes folgen, durch den Gang der gequälten Seelen gehen und die Gravirampe zum Schlund des spaßigen Schakals besteigen. Während ich die Operation aus meinem Refugium der Ruhe leite, springt unser Agent durch den Schacht in die Höhle des ewigen Leids. Dort trifft er auf eine Armee von Tachyon-Soldaten, ein Bataillon bewaffneter Banditen und einen ganzen Schwarm von Zombie-Ninja-Panda-Bären. Viel Glück, Hackfleisch! Dein Tod wird ein ruhmreicher Heldentod sein! Okay, warum habe ich nur so das ungute Gefühl, dass Quark eine an der Waffel hat? Kommt mir, glaube ich, nur so vor, oder? Das bilde ich mir das sicher nur so ein. Ja, also das hier ist das Sordum-Gefängnis. Und laut Karte nicht gerade wirklich riesig. Also das ist eigentlich das ganze Gebiet hier, das geht. Das ist überschaubar. Das ist eigentlich nochmal das da hinten, so ein kariertes Feld, oder da können wir, glaube ich, wieder Geräte kaufen oder so. Gut, ganz dorthin gibt es dann auch noch einen Waffenhändler. So, und apropos Waffen, ich glaube, ich müsste mir jetzt hier endlich mal die Waffe kaufen können, die ich meine, oder? Ich guck mal. Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? So, kaufen? Schnüffel herum, Partner. Du hast das Recht, dich zu schützen. Ja, seht mal hier, endlich, der Vermittler. Mache deine Gegner zu Kleinholz. Diese Waffe ist der letzte Schrei in Sachen Brandstiftung mit Raketenantrieb. Na endlich, auf diese Waffe habe ich die ganze Zeit gespart, Leute. Der kostet 200.000 Bolts. Los, gönn dir was. Niemand lebt ewig. Ja, ich weiß, niemand lebt ewig. Also, der kostet 200.000 Bolts, aber hat auch eine Kraft von 1548. Unaufgerüstet natürlich und hat 12 Schuss. Also, das ist ein richtig geiles Teil. Das will ich unbedingt haben, also her damit. So. Und jetzt kann ich ihn eigentlich auch gleich aufrüsten, weil ich über 6300 Reitanium habe. So, Alpha-Spalt ist jetzt nicht so wichtig, aber hier Vermittler. Was können wir denn hier machen? Aha, größerer Bereich. Also der Wirkungsbereich wird vergrößert, aber wichtiger wäre, glaube ich, erstmal mehr Munition. Aufgerüstet. Und nochmal mehr Munition. Wird erledigt. Und noch mehr Munition. So, Munition ist schon mal komplett voll. Und dann haben wir hier noch, aha, schneller Schießen kostet 3000. Und größerer Schaden 1000. Gesagt, getan. Nochmal größerer Schaden. Gesagt, getan. Sehr gut, na bitte. San Hackfleisch, bitte kommen. Operation Todessehnsucht beginnt. Operation Todessehnsucht, ich glaube, der hat sie nicht mal. Ja, seht euch dieses Ding an, das ist so ein hammergeiles Teil. So, okay Leute, aber jetzt würde ich gerne mal den Part beenden und im nächsten werdet ihr dieses Baby hier in Aktion erleben. Und dann werden wir sehen, ob wir Talvin retten können. Da bin ich aber ziemlich zuversichtlich. Also, bis zum nächsten Mal bei Tools of Destruction. Yeah! Macht's gut, Leute. Tschüssi!